Servus und willkommen zur Subtüren Bayern. Jetzt kriegt ihr heute mal einen Wahnsinnstipp. Und zwar geht's in euer Heimatmuseum von eurer Gemeinde oder von eurem Landkreis. Ich bin jetzt am Museum Erding und nehme euch da einfach mal mit rein. Gut, los. Eine Wand aus alten Aufnahmen aus den verschiedensten Bereichen, aus den verschiedenen Jahrzehnten, ja, mittlerweile fast schon Jahrhunderten. Ja. Das ist schon sehr geil. Gut. Grüß Gott. Dann gehen wir rein. Oh, jetzt hat ihm am Eingang ganz schön einen Einlauf gegeben, von wegen, die hat sich da super auskennt, die komplette Stadtgeschichte von null bis heute. Nicht schlecht. jetzt bin ich ein bisschen überladen, aber war ganz nett und ganz lehrreich. Jetzt bin ich bei der Archäologie und ja, schauen wir mal, was es heute so in Erding gegeben hat. Ich mit Keramik an, in allen Formen und Farbenvariationen. Ist das hier Altheimer Kultur, Mönchshofer und so weiter. Das ist natürlich klar, die haben nur Steine und Keramik gehabt. Und ja, auch noch ein bisschen was Steinwerkzeuge. Da musst du halt immer die Augen aufhalten. Wenn du dann mal sowas so weit seid, dann aufhören zum Graben, langsam und die Profis raus. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Gegenlicht, leider. Da sind so diese Dornscheiben, da habe ich auch eine gefunden. Oder vermeintlich eine gefunden, ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist noch im Landesamt. Ich kann es leider nicht besser aufnehmen. Ja, rum mittlere Bronzezeit hat es ja auch jede Menge gegeben. Jetzt haben wir so eine Klinge. Das ist dann interessant. Also das sind so die Sachen, die stehen bei jedem auf der Liste. Bronzezeit und ein Beile, ja, die kann man schon mal finden. Genau, sowas ist natürlich schon überragend, wenn man sowas einmal ausgräbt. Da vorne in der Mitte sitzt sogenannte Klapperbleche, ne? Klapperbleche. Die Winst, das meinst du auch, das ist ein Dichtungsring. Ja? Also das ist dann schon mal sehr interessant, wenn man heute mal wirklich solche Dinge live sieht, die man jetzt nicht unbedingt auf der Liste hat. Das sieht aber, schaut euch mal den Sieb an. Der schaut wirklich aus wie aus den 30er Jahren. Wahnsinn. Und ist Bronzezeit. Da haben wir jetzt einen Schmuck. Wahnsinn. Schaut euch das mal an, wie das gefertigt ist. Also so ein Museum auf alle Fälle total zu empfehlen. Schon allein, dass man es einmal gesehen hat, wie so ein Fundstück ausschaut. Kommen wir zum interessanten Teil, die Münzen. So, also eine, die in der Mitte, die damals schon lange. Und außen große Münzen. Wahnsinn. Das war schon sehr cool. Ich bin überrascht. Schaut euch mal die Zügelführung an. Solche Sachen finden wir immer wieder. Aber wie präzise die gearbeitet haben. Unglaublich. Und das 100 vor Christus. Leider komme ich nicht bis dahin. Schauen wir mal. Ja, geht schon. Also unglaublich. Interessant sind die hellen Ziegel und die Ziegelformen von den Römern. Da sieht man es auch ein bisschen. Hier unten, wie jetzt so die Fußbodenheizung aufgebaut war. So, wenn man die Formate mal ein bisschen sieht, dass man es einmal gesehen hat. Weil die sind natürlich die besten Indikatoren, was du auf so einem Feld findest. Weil das Zeug, das treibt es natürlich nach oben, ist ganz klar. Ja, also sowas sollte man sich auf alle Fälle mal live anschauen. Ist hochinteressant. Das ist natürlich auch wieder interessant, die verschiedenen Fibelformen, die wurden natürlich dementsprechend oft verloren. Ja, schauen wir mal, ob ich das zoomen kann, ja, ein bisschen was geht. Dass man sich das einmal einprägt, wenn man halt irgendwelche Fragmente findet, dass man gleich das ein bisschen in die Richtung deuten kann. Römern. Eine ganze Menge, was da rumhängt. Nehmen wir mal da rein. Mit, das sieht sogar mal, wo er gefunden worden ist und wie alt. Ah, eine Goldabteilung. Ja, da ist natürlich alles aus Eisen. So gut wie fast alles. Aha, ne, nicht schlecht. Ja, unten haben wir etwas größere Geschichten. Ja, also das fehlt mir voll ins Ganze. Also Mittelalter habe ich null gefunden bisher. Entweder ganz alt oder maximal 300, 350 alt.
Ja. Hier lauter Schautafeln. Das liegt teilweise daran, was in Erding eine Nekropole war mit 2500 Gräbern, direkt an einer Römerstraße, die dann auch später im Frühmittelalter und so weiter benutzt worden ist. Und dementsprechend viel Funde haben die hier gemacht. Muss ja auch hier sehen. Also das ist so im Bereich Erding, Denkmäler, Bunddenkmäler zum Saufüttern. Also ganze Schwerter rausgezogen. Ja, natürlich aus Tiefen, die für uns nicht mehr erreichbar sind und auch nicht erreichbar sein sollen, sage ich jetzt einfach mal. Und so sieht ein Urtfund aus. Von 1632 und es sind 500 Münzen. Genau, der fehlt mir auch noch im Blick. Die Abteilung über Städtentwicklung ist natürlich auch interessant, was man mal sieht. Wie ist die Stadt gewachsen? Erding natürlich interessant. Was wohl? Gebt euch noch einen Tipp. Na, weiß es wer? Okay. Und das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie so eine Stadt auseinandergeht, dass man das abschätzen kann. Und wenn es einmal wirklich langweilig ist, dann sammelt ihr am besten Pfeifen. Und zwar Keramikpfeifen. Das sind 5000 Stück, hat einer gesammelt. Also wenn es mal so weit ist, gibt es Bescheid. Jetzt einmal sowas ausgrabt, liegen lassen. Näher umschauen. Das ist natürlich geöffnet. Das sieht man Schnitt. Und die laboriert wurden. Und dass man mal schaut, das ist ein 50 Kilo Bomben. Bloß, dass man mal so das Format sieht, wie groß so ein Ding ist. Jetzt sind wir da wieder draußen. Eine wunderbare Sache. Also geht's in euer Heimatmuseum. Es ist immer interessant, auch wenn es jetzt nicht so gut aufgearbeitet worden ist, wie jetzt das in Erding. Das Erdinger ist natürlich interessant für den ganzen Landkreis Erding, für die Münchner Norden, Landshut, Freising. Es geht also ziemlich weit rein und ziemlich auch ins Detail für den ganzen Gebiet. Absolut sehenswert, 3 Euro Eintritt, gar nichts, ein bisschen Zeit mitnehmen. Mir ist zu wenig Zeit gewesen, ich hätte es noch länger drin bleiben können. Aber ich muss noch was anderes machen. Also, geht's in euer Heimatmuseum, macht's es gut, servus.